Ja, Elbe. Ich bin frech, wie sie heißt. Okay, okay, gut. Was macht ihr? Wer macht die besten Brezeln in Rottweil? Ich weiß nicht, so rum. Oben und unten. Ja, okay, so der, die sage. Ja, okay. Für mich gehört der Bauch nach unten. Bauch nach oben? Ja, okay. Wie heißt der Beck? Das ist Friedmann. Friedmann, okay. Genau. Dankeschön. So, wir bereiten uns vor auf die Aufnahme im Studio. Hier ist Chaos wie immer. Joe Butters ist gekommen. Die Marie macht noch Kaffee. Also ich gehe jetzt mal kurz ins Studio runter und guck mal, wie alles läuft. Brezeltest die erste. Vielleicht vloggen wir auch mehr mit Kleinstadtleben. Wir sind auf jeden Fall gehypt. Und hier stinkt's. So. So, hier ist praktisch mein kleines Fotostudio. Und jetzt geht's hier in die Tonstudio, in die Flöte rein. So. Und da sind wir. Hallo. Guten Tag. Hey, hey, hey. Willkommen zu unserem Brezeltest. Hier sind wir wieder, das Kleinstadtleben. Wir haben als angekündigt und es passiert. Diesmal mit einer Bewegtbildproduktion aus unserem Flötenstudio in der Flötenstorstraße in unserem geliebten Rottweil. Wir haben uns vorbereitet und sind heute Morgen bei 10 Bäckereien gewesen und haben Brezeln eingesammelt und wollen nun diese testen. I put you to the test, wie man so bei mir daheim sagt. Stimmt, das hatte ich schon mal gehört, ja. Folgendes, wie soll das Ganze funktionieren? Unsere Assistentin und die Dame aus der Regie, Vivian Frey, gibt uns die Brezeln. Wir wissen nicht, von welcher Bäckerei die Brezel ist. Wir benoten die Brezel mit unseren allgemein verhassten Schulnoten von 1 bis 6 und versuchen dann irgendwie die beste Brezel rauszufinden. Im Anschluss nach der ersten Brezel bekommen wir genannt, von welcher Bäckerei die Brezel ist. Wir haben ein bisschen recherchiert, wie die hergestellt wird, wo die hergestellt wird und so weiter und können vielleicht was dazu sagen. Ganz wichtige Information, dieser Brezeltest ist eigentlich nur eine Nebensendung zu unserem Podcast, den wir im Anschluss aufnehmen werden. Also bitte schaut auf kleinstadtleben-podcast.de vorbei und checkt dann dort diese Sendung. Wir wollten nur nicht beim Podcasten essen und schmatzen und alles und deswegen haben wir gedacht, wir lagern das videomäßig aus. Es sind zwei sich ergänzende Medien, also wie gesagt, kleinstadtleben-podcast.de, dort findet ihr die Brezelfolge namens Heiligs Brezle. Tatsächlich. Heiligs Brezle. Genau. Ja, ja. Genau. Und mein Vorschlag. Wir sind jetzt eben gerade praktisch so richtig auf Kamera das erste Mal. Mal schauen, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, wollt ihr noch was sagen? Oder habt ihr noch gibt es irgendwelche Fragen? Oder habe ich alles gesagt, was gesagt werden sollte? Ich glaube, wir fangen einfach mal an. Würde ich auch sagen. Wir ziehen es nicht unnötig in die Länge. Ne? Kurze Frage: Kriege ich noch einen Kaffee? Essen wir die Brezel mit Butter? Essen sie ohne Butter? Deine Tasse steht schon mal hier. Super, geil. Ja. Und irgendeiner hat seinen Flugmodus nicht drin. Ja. Auf meinem Kopfhörer macht. Bin bestimmt ich weiß schon, wer das ist. Ich bin ja Handy-Junkie. Moment. Okay. Stimmt. Du hast dich als solcher schon geoutet. Das ist eine Sucht, ist einfach eine Sucht. Moment. Oh, ich habe auch Hunger jetzt, ne? Ich habe brutal Hunger. Wir haben den ganzen Tag nichts gegessen und deswegen sind wir gespannt, was die Vivi uns auftischt. Also Vivi, Nummer 1. Oh. Aha, okay. Wir wissen jetzt noch nicht von wem, ne? Nee, jetzt wissen wir noch nicht von wem. Gibt es eigentlich Kategorien, so Aussehen, Größe? Ich würde sagen, ja. Also, wir sehen hier den Bauch, wunderschönen Bauch und die Ärmchen. Ich habe die Vorliebe eigentlich, dass die sowohl Bauch als Ärmchen einen Kontrast bilden. Also ich habe gern kleine Ärmchen und
dicken Bauch. Das sieht man ja bei mir. Okay, aber wir reden ja hier über die Brezel. Genau. Natürlich. Von daher, also vom Look her, finde ich es für mich, ich will auch nicht so keine verheerenden Urteile, aber sie sieht jetzt für mich wie eine okaye Brezel jetzt aus. Ich finde, für mich sieht sie voll okay aus. Ja, also, wie ist das mit dem Salzgehalt? Mehr oder weniger? Ah, das drauf? Mit dem Salz ist eh so eine Frage. Ich mache das Salz ja immer weg. Also ich find's gut, ich mache das Salz nie weg. Ja, ja, aber findest du das jetzt viel oder könnte es mehr sein oder weniger? Oder? Ratlosigkeit. Bei mir ist immer, wenn es zu viel ist, nervt es mich einfach nur, weil ich es nicht gescheit wegkriege und weil die dann auch immer so einbacken sind. Die Salz, okay, wie gehen wir vor? Soll ich sie einfach mal kaputt machen? Ich hätte jetzt natürlich Maniküre machen sollen. Also ich kann schon mal nicht. Du nicht, okay. Ja, dann lassen wir das einfach. Das war's das. Wir verabschieden uns vom Brezeltest, weil einfach jeder keine. Also weil keiner saubere. Gut, und ich komme ja nicht ran. Also, vielen Dank. Lasst ein Like da. Ciao. Okay, ich zieh's durch. Ja, ja, alles klar. Man sieht schon mein. Also, aus, pass auf. Ich. Also, jetzt nehmen wir mal kurz hier. Ich nehme mein Ärmchen. Fangen wir grundsätzlich am Ärmchen an. Nein, ich finde jetzt die Erklärung bei der ersten Brezel ganz gut, aber das muss bei der anderen dann schneller gehen. So, wir können hier, nicht über jedes Ärmchen. Über jedes Brezelteil. So, für jeden Stunde ein Ärmchen. Ernsthaft? Also. Oh. Okay. Also. Bist du eher der Knusperärmchen oder eher der? Ich bin absolut eher Knusch. Ich bin ein Knusperärmchen. Dann war das jetzt nicht so. Nicht so. Also, auch ein bisschen trocken kommt es mir rüber. Also, ist schwierig zu sagen. Aber das ist ja Geschmackssache. Das ist ja einfach, so. Wie sagt man da, subjektiv, objektiv. Ja, nee. Subjektiv. Voll. Marie, was meinst du? Kannst du mir ein bisschen Kaffee einschütten? Mhm. Also ich muss sagen, ich bin auch eher der Knusperärmchen-Typ. Ja, gehe mir jetzt auch gerade so. Knusperärmchen. Ja, also war sie nicht so stark. Aber ich meine, zum Beispiel, aber man muss sagen, man kriegt so jetzt öfter einfach eine Brezel, ne? Also die Knusperärmchen, die kriege ich eher selten. Stimmt, ja. Muss okay. Ich mal, aber also, ich kann es auch schlecht beschreiben. Ich ich finde es jetzt okay. So, ich mache es immer hier so. Es ist ja auch spannend, spannend, wie Menschen Brezeln essen. Mhm. Zum Beispiel habe ich es noch nie hingekriegt, einfach in den Bauch zu beißen. So eine Brezel und zack, Butterbrezel in den Bauch zu beißen, fand ich immer so extrem dekadent. Ich arbeite mich immer vor, von den Ärmchen außenrum zum, weißt du, so ist es auch ganz witzig. Also jetzt machen wir dann gleich mal hier den Bauch, dass es schneller geht. Aua. Also, sorry, ich pflück das hier so ein bisschen auseinander. Vor allem muss das Salz weg. Finde ich okay. Es ist okay. Aber meine Meinung, ein bisschen zu pappig, oder? Schon also pappig, zu kompakt, ja. Zu kompakt. Wobei ich es manchmal ganz gern mag, wenn es pappig ist, muss ich sagen. Also... Die sind alle frisch, die Brezeln. Die haben wir alle jetzt direkt. Wir kommen im Endeffekt gerade vom Bäcker. Also. Ja. Danke für den Kaffee. Ich muss schon sagen, also wir haben dazwischen noch die Technik aufgebaut. Das ging dann doch ein bisschen länger, als man dachte. Aber, ja, aber sie sind so frisch, wie es geht. Okay. Also. Mega schwierig. Ich habe noch nie eine Brezel benotet. Ich würde einfach mal mit einer 3 anfangen, von meiner Seite. 2. Man muss dazu sagen, wir können ja nur korrigieren. 2 bis 3. Genau. Ich kann es auch begründen, für meinen Teil. Da die Ärmchen nicht knusprig genug waren und der Bauch ein wenig zu kompakt, starte ich auch mal mit einer 3. Wer weiß, was noch kommt. Also ich mache 2 bis 3 bei mir. Genau. Wie ist jetzt der Plan? Schreibst du das auf? Die Auflösung. Wie die Auflösung? Was war das? Wollt ihr einen Tipp abgeben? Oh, das wäre auch eine gute Idee. Boah. Ich weiß ja nicht mal, weil ihr das sehr, sehr gut gemacht habt, damit wir nicht so subjektiv die Meinung abgeben. Ich weiß nicht mal, bei welchen Bäckern ihr überall wart.
Also. Oh, das haben wir natürlich komplett vergessen. Gib mir mal den Zettel. Ich habe ihn nicht weg. Wo ist denn der Zettel? Aber sind die jetzt da durchnummeriert? In der richtigen Reihenfolge? Nee, nee, überhaupt nichts. Okay. Also, wir haben vergessen, von wem wir alles Bretzen geholt haben. Erstmal vom Mink, von der Kutmühle, vom Buhmüllerback, vom Storz. Dann eine Brezel vom Markt aus Burladingen, also vom Wiedmann. Vom Wiedmann, oder? Ist das der Wiedmann vom Markt? Auf jeden Fall von dem einzigen Bäcker, glaube ich, ja, auf dem ich Markt. Mein, ja, ich meine, exakt Wiedmann. Ja. Dann aus Zimmern war, in Zimmern waren wir beim Eigeldinger, dann waren wir beim Biomarkt B2, dann waren wir beim Sternenbeck, beim Herz, also Felsenbeck und beim K&U im Edeka. Das waren die 10 Brezeln. Okay. Jetzt einer von diesen 10. Also ich würde, mein Tipp ist tatsächlich. Ich tippe mal sowas wie K&U im Edeka. Ja. Oder Storz. Ja. Obwohl. Mein Tipp ist Buhmüllerback. Echt? Nein. Mein Tipp ist, weißt du schon? Ja. Mein Tipp ist, da die nicht so industriell aussah, würde ich eher sagen, es geht in so eine. Ich sag Eigeldinger. Echt? Okay. Also okay, die Auflösung? Buhmüllerback. Nee! Ja. Wim, wim. Krass. Gut. Ich fand die auch, ich fand die auch echt nicht so. Okay, das kann mal richtig nach hinten losgehen, was heute passiert. Wenn ich jetzt schon dachte, dass das. Oh mein Gott. Okay, ich brauche die nächste jetzt. Also, ja. Ich fand die auch, wie gesagt, also für eine. Okay. Buhmüllerback. Ist nicht so geil, dass du mit der Buhmüllerback angefangen hast. Das ja, also die Redaktion ist schuld. Nee, wir haben es ja gemischt vorher. Alle Brezeln in einen Korb und dann so geschüttelt. Ja, ja, ja. Nee, aber die Vivi weiß immer, wo sie es rausholt. Und könnte genau. Es auch nicht. Und jetzt sollte man auch nicht gucken, wenn wir die Tüte sehen. Ja. Okay. Aber es ist ja auch kein Gewinner und Verlierer hier. Und wir wollen das ja auch für uns ordentlich machen. Ja, und wir einigen uns drauf, wenn alle jetzt besser sind, dann müssen wir die Note nach unten korrigieren und so weiter. Ja? Hast du aufgeschrieben, was wir. Das müssen wir jetzt noch machen. Ja, also meine Note war eine 3. Meine auch. 2 bis 3 habe ich gegeben. So. Wollt ihr jetzt noch dazu sagen? Ihr habt ja immer so gut wie es ging erfragt, woher der Teig kommt, oder? Okay. Die Antwort von Buhmüllerback war wirklich nur Gera. Das ist eine Stadt, oder? Gera. Also die war leider nicht so offen. Also es war eine. Viele waren total nett, war total cooler Talk mit den Bäcker, Bäckereiverkäuferin. Aber sie war, fand die Idee mit dem Brezeltesten richtig nicht gut und war nicht gesprächig und Gera. Ihr konnte man ein Gera entlocken. Ja, es gibt ja auch Menschen, die haben einfach auch keine Lust, wie meinst du? Samstag zu arbeiten. Wissen Sie, woher die Brezel kommt? Ja. Woher kommt sie? Gera. Aber die hat uns mit ihren Blicken schon ein bisschen getötet, kann man schon sagen. Ja. Ne? Schon. Also, okay, nächste Brezel. Okay, Nummer 2. Ja. Ja. Das sieht mir eher nach. Das ist so. Also fast schon bayerisch, weil die so schön aufgehen, also je nachdem, ob es mag oder nicht, aber die Ärmchen sind ja eher schon bauchmäßig. Wenn ich die Ärmchen sehe, denke ich habe vielleicht doch nicht so Bock auf Knusprige, sondern auf Saftige. Ja. Irgendwie mag ich beides wohl. Ich habe jetzt schon einen Tipp, also ich glaube, ja, ich kann mir fast schon vorstellen, woher. Irgendwie geil. Ja. Mach mal. Es ist nur eine richtig fette Brezel. Genau, und die sieht auch saftig aus und knusprig am Anfang, okay. Also an der Oberfläche. Also gucken wir mal so. Ich bin gespannt. Also ich verteile mal wieder wie die Ärmchen, ja? Ich meine, das passiert jetzt 10 Mal, ne, dass du Ärmchen verteilst. Mhm. Auch irgendwie. Krass, wie es gleich. Aber ein ganz anderer Geschmack. Mhm. Mhm. Auch vom Geschmack her besonderer. Mhm. Also laugiger einfach. Ne? Mhm. Laugiger. Mhm. Wobei. Ein Tipp. Also, wo es herkommt? Herz. Herz. Tippig.
Manche kennt man ja auch so ein bisschen vom Look. Ich verteile gleich mal den Bauch. Ich weiß nur noch, dass mir die eigentlich beim Herz Das sind doch schon auch immer sehr geschmeckt hat. Sind auf jeden Fall luftig. Aber jetzt gerade den Geschmack. Ja, nimm dir einfach, nimm dir. Also, auf jeden Fall finde ich die Konsistenz schon auch, also auch von den Ärmchen fand ich schon auch geil. Obwohl der Geschmack, weiß ich jetzt gerade auch nicht so richtig. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Sag Kultmühle. Doch. Aber wo wir war. Aber wo wir war. Also, die sehen geiler aus, als dass sie schmecken, finde ich. Also, sie haben so ein bisschen, ich kenne das, wenn so eine Brezel so ein bisschen irgendwie trocken schmeckt, obwohl sie ganz frisch ist, so. Also. Halt außen, meinst du jetzt? Ja, ich vielleicht, also es ist bei mir, die Note ist eine 2,5, muss ich sagen. Ich finde, sie hat nicht so viel Charakter, aber es ist eine stabile Brezel. Ah ja, noch eine Anmerkung kurz. Wir wollten beim Schmatzen immer ein bisschen weggehen vom Mikro. Nur, dass wir dran denken. War auch meine Idee, ne? Also ich gebe tatsächlich, obwohl die auf der einen Seite fand ich von der Konsistenz her eigentlich besser als die vorhin, aber ich finde den Geschmack irgendwie nicht so. Also, schmeckt irgendwie wie wenn Mohn oder irgendwas drin wäre, gell? What? Weiß nicht so. Nee, also ich finde den also Geschmack. Ein bisschen mehr Lauge vermutlich, stimmt. Ja, aber nee. Also mit Butter schmeckt nicht, sie besser, aber mit Butter schmeckt ja alles besser. Genau, ich gebe eine 2 minus. Echt eine 2 bis 3. Wir hätten nicht so hoch einsteigen sollen. Also. Ja, was heißt hoch? Wir sind in der Mitte eingestiegen bei Schulnote. Wir haben gesagt Schulnote, oder? Dann gebe ich eine. Die war auf jeden Fall besser als die erste. Gäbe auf jeden Fall eine 2 bis 3. Würde ich mal so behaupten. Der Kaffee ist mir nicht so gut gelungen, gell? Das ist super Kaffee. Echt? Der Kaffee ist super. Cool. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo die herkommt. Okay, die Brezel kommt vom Herzen. Ah, okay. Der Felsenbeck. Der Felsenbeck. Okay. Okay. Okay, war's. Und beim Herz kaufe ich selten Brezeln. Da kaufe ich immer Etagere. Ist aber auch geil. Etagere. Etagere. Also, die sahen auf jeden Fall, also war eine fette Brezel auf jeden Fall. Okay, nächster. Backt der selber eigentlich der? Wir müssen immer gucken, dass man nicht unbewusst. Wisst ihr noch was die euch geantwortet haben? Das sieht mir sehr industriell aus, ja, Gott. Obwohl? Nee, doch nicht. Kurz nochmal zum Herz zurück, was haben die gesagt? Herz hat gesagt, die haben sogar eine Maschine, eine halbautomatische Maschine, kurz mal von Hand, komplett von Hand, in einer Brezelmanufaktur haben wir praktisch 3 oder 4 Bäckereien gezählt, wo wirklich jede unterschiedlich aussieht, weil jede unterschiedlich geworfen wird, geschwungen wird. Also auf jeden Fall, der Mink macht komplett alles selber von Hand. Auf jeden Fall Pluspunkte. Später, ich finde, es sollte man auch noch die Philosophie und so, vielleicht könnte man auch noch drüber sprechen, ob man das noch mit reinrechnet. Ja? Oder eigentlich Bullshit, aber wir machen jetzt nur einen Geschmackstest. Dann von Hand noch die Zimmerner Bäckerei. Wie heißt die nochmal? Eigeldinger. Eigeldinger macht alles von Hand. Die Bäckerei auf einem Markt aus Burladingen, alles von Hand. Habe ich auch mit der Dame gesprochen, die macht es zum Teil selber. Also ich habe letzte Woche schon mit der gesprochen und sie hat gemeint, das muss man so werfen, das ist eine spezielle Technik. So wie die Italiener mit der Pizza. Genau, so ähnlich, ja. Nur, dass dann halt eine Brezel rauskommt. Also Brezel Nummer 3, gucken wir, dass wir ein bisschen Gas geben. Ja, was haben wir denn Schönes? Ein schön hellbraunes, durchzogenes. Ich finde, die glänzt, ich finde die glänzt schön und ich finde auch, sie ist wohl geformt. Also ich find's schön, wenn ein bisschen so definierter und ein schöner Kontrast hat und so weiter. Die eine war halt eine fette Brezel und die kommt jetzt eher so, man kann es schön mit Schriften vergleichen. Also die eine war eine Bold Helvetica und das ist jetzt eher eine Bodoni oder so, wo ein bisschen ästhetischer ist. Ja? Ja, also ich finde Brezeln, diese Form ist total wichtig. Ja, dann mach mal, komm. Also okay, Ärmchen her. Zack, Ärmchen, machen wir wieder. Wir haben ja noch.
7. Hier, Ärmchen für dich. Ihr könnt den Brezeln ja mal mit Gesichtern verknüpfen. Ärmchen für dich. Ganz genau, also wie rum, das müssen wir gleich auch noch, die Diskussion auch noch lostreten. Mhm. Ja, wartet mal ganz kurz. Ich muss nämlich mein... Die schmecken nach Metzger. Die schmecken nach Metzger, aber mein Mikro verabschiedet sich hier immer. Mhm. Witzigerweise ist das jetzt eine Mischung aus knusprig und nicht knusprig. Mhm. Ganz komisch. Mhm. Also ich... Wartet ihr mal ganz kurz? Mhm. Ja. Nö. Was soll man denn warten? Dass ich mein Mikro festkriege. Man hört's. So. Also, ich finde die ganz gut. Also ich habe jetzt als erstes gedacht, die schmeckt wie geräuchert so ein bisschen. Schmeckt ja, ein bisschen nach ganz Metzger. Komisch, ganz komischer Geschmack im Mund. Wirklich? Mhm. Habt ihr die beim Metzger geholt? Nein, keine Ahnung. Hast, aber vielleicht... Du, nee, ich habe echt einen komischen Geschmack im Mund. Mach mal den Rest. Also, wenn da jetzt der Leberwurst rauskommt. Witz. Ja. Ich schmeck doch nach Witz. Oh Gott, da bin ich jetzt mal gespannt, was da rauskommt. Also, lass jetzt, oh. Jetzt seid mal ruhig. Ich will auch in Ruhe schmecken. Boah, das ist ja der Hefegeschmack, ey. Seid mal ruhig. Riech mal dran. Hefe as fuck. Mhm. Oh mein Gott. Das ist geräuchert. Hm. Vielleicht ist es auch einfach so. Aber ich finde, die schmeckt schön voll. Ja. Also ich finde die geil. Die also das mit so dem Industriellen nehme ich wieder komplett zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Hey, das hat voll, also die hat voll eine intensive Hefe. Mhm. Ja, aber geil, richtig geil. Mhm. So, ich finde, die schmeckt so, wie wenn so richtig viel Hefe. So richtig, nein, also so nahrhaltig. Wie nennt man das nahrhaltig oder nährhaltig? Gehaltvoll. Nährhaltig, oder? Also so, wie richtig viel drin wäre, was richtig Power gibt. So. Aber ich finde, die schmeckt, ich glaube, durch die Hefe vermutlich irgendwie so... Was ich auch anmerken muss, es war ganz wenig Salz eigentlich drauf, gell? Ich habe gar nichts wegmachen müssen. Also die schmeckt mir jetzt also am besten von allen bisher. Mir auch. Aber, ja. Mir auch. Und zwar, es hat so ein leichter Speckgeschmack. Also genau, und die flutscht so. Mhm. Also die flutscht richtig, gell? Ein also, richtiger flutschiger Speck. Ja. Also, flutschige Speckbrezel. Ja. Also ganz ehrlich. Flutschige Speckbrezel. Ich habe Gänsehaut. Ich finde es auch lecker. Also die, Gänsehaut habe ich noch nicht, aber. Ich habe gerade Gänsehaut, weil was für ein krasser Unterschied das jetzt ist. Also wirklich geil. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Nichts sagen, nur nichts sagen. Ich tippe Eigeldinger. Und du? Schwierig, gell? Oh, ich will mich nicht unterhalten. Ah, Kamera, hallo. Also sag ich erst. Ich würde auch sagen, das ist so ein handgewickelter. Ich gehe mal... Oder Burladingen. Aber. Ach so, ja gut, das kenne ich halt nicht. Ne? Ich würde auch so eher so als handgewickeltes. Dann ich nehme jetzt einfach mal den Mink. Also, doch, ne, da bin ne, den nehme ich. Ich bin leider vorbelastet, weil wir essen jeden Tag Brezel vom Mink. Mhm. Das ist einfach so. Würdest du die auch erkennen hier? Ich werde die Minkbrezel erkennen. Ah, also bin ich, das bin ich mir ziemlich sicher. Und vor allem die Form. Also die glänzen jetzt so. Mhm. Und Minks sind eher immer matt und auch unförmiger ein bisschen. Ja, also... Mhm. Ich tippe Eigeldinger jetzt einfach. Ach so, dann habe ich... Ich sag mal vom Markt. Also dann sind sie quasi nicht vom Mink. Sind nicht, du, also, okay. Also ich würde sagen, nicht vom... Du hast Mink getippt, aber... Ja, aber wenn es jetzt halt kein Mink ist, dann nehme ich... Nimm es zurück. Ja, dann zurück. Ich sag mal, der aus Bullarding. Vom Markt. Hm. Ja, ich habe Mink gesagt und bin raus. Ich weiß, aber sag. Alle falsch. B2. B2. Die Bio-Nummer. Wisst ihr was? Ich muss da nochmal noch ein bisschen... Wieso schmeckt die nach Speck? Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht. Aber was auch sein könnte, wird dem B2 auch Fleisch eigentlich verkauft? Mhm. Das ist halt, wenn das ein paar Stunden im gleichen... Das wäre ja abartig. Das wäre ja abartig für die ganze B2-Vegetarier, dass da irgendwie jede Brezel nach Speck schmeckt. Ja, ich weiß nicht. Das schmeckt wirklich ein bisschen geräuchert. Aber das kann doch keine Absicht sein. Ich glaube auch nicht. Upsa. Willst du mal okay, schauen? Nächste. Bin aber ja, vergessen, die Note zu geben. Aber so. Wirklich geräuchert. Es ist nicht wirklich geräuchert. Das liegt, glaube ich, an der Hefe einfach. Welches ist die beste Brezel aus Rottweil? Du meinst bestimmt einen Ifenthaler, oder? Die gibt es nicht mehr, leider. Ah, Iffi. Das ist ein bisschen traurig. Richtig traurig. Das gibt's war richtig Handarbeit. Ja. Auf jeden Fall keine Industriebrezeln. Ja, okay. Mhm. Und das ist die Frage, wo kauft ihr eure Brezeln? Die beste finde ich beim B2, die kommt von dem Bäcker aus Herrenberg. Oh, da müssen wir dringend jetzt noch hin, B2, Bäcker aus Herrenberg. Okay. Teuer, aber gut.
teuer, aber gut. Okay, danke für den Tipp. Ja. Und wie esst ihr eure Brezeln? Erst Ärmchen, dann Bauch? So von der Seite aufwärts. Also einmal praktisch im Uhrzeigersinn. Ich hebe mir immer noch ein Ärmchen fürs Ende auf. Okay, cool. Um es cool abzuschließen. Fängst du beim Ärmchen an? Ja, und hör auch wieder beim Ärmchen auf. Okay, sehr gut. Machen wir so eine runde Sache. Okay, genau. Super. Dankeschön. Note. Für mich eigentlich ganz klar eine, also auf jeden Fall mindestens eine 2. Ich würde dem sogar eine 1 bis 2 geben. 2 plus gibt's auch noch. Ich sag, also ich finde die, fand die richtig gut, muss ich sagen, und die kriegt von mir eine 1 bis 2. 2 plus. Da ich nicht weiß, was da jetzt noch kommt, wir haben ja noch 7 Brezeln, aber ich würde sagen, auf jeden Fall die beste von, also meine Meinung, die beste bis jetzt, also eine 2 plus. Nee, Quatsch, das ist ja eine besser als eine 2. Eine 2 minus, Entschuldigung. Okay. Oh, ich habe Hunger, wann gibt's die nächste Brezel? 2 minus, ne? Okay. So. Okay. Ich sag jetzt nicht, ob sie, ob ich immer diese, ich sag's nicht, ob sie vom Mink ist oder nicht. Ich tippe immer vom Aussehen her, ich tippe jetzt schon mal, ich tippe sowas wie K und U vom Edeka oder so. Ich kann's nicht sagen, aber ich finde jetzt hier, die ist jetzt praktisch, wie man hier sieht, eigentlich geht sie fast schon in bayerische Brezel. Ja, ja, weil auch das Salz überall ist und fast nicht auf dem Bauch. Und guck mal, und der Kontrast zwischen Bauch und Ärmchen, guck mal, hier ist fast so gleich, genauso gleich dick wie der Bauch. Ja, also von der Formgebung keine typische schwäbische Brezel, muss man sagen. Okay, das heißt, also, wenn die sieht auf jeden Fall handgemacht aus, weil eben alles ungleichmäßig ist. Ja. Und wenn der mit dem Salz so drüber geht... Ich tippe Eigeldinger. Jetzt wirklich, ich tippe wirklich Eigeldinger, ohne probiert zu haben. Ich glaube, von Hand gemacht. So, jetzt würde kriegt ihr noch ein bisschen Ärmchen. Guck mal, hier, dieser Bereich hier, ja. Den machen die meisten auch immer vor Ort. Ich habe echt ein blödes Stativ, ja. Da geht immer das Mikro runter. Ja, ich kann dir das mal kurz fixen. Dann mache ich so lange mal eine Unterhaltungsshow, einfach mit der Brezel in den Mund. So. Das liegt ein bisschen daran. Eigeldinger. So, jetzt. Ist besser? Mhm. Mm. Okay, also. So. Upsa. Muss ich auch noch. Bei der kannst du, sind ja praktisch. Ich weiß natürlich nicht, ob das gewollt ist, dass man ein knuspriges Ärmchen hat und ein volles. Aber es ist ein guter Hybrid. Gefällt mir gut. Mhm. Wie schmeckt's? Geil oder nicht so geil? Also der Hefegeschmack von vorher, der... Die Stimme aus dem Office ist übrigens unsere Vivi, nochmal gesagt. Ich brauche nochmal. Also ich finde es ja auch okay. Ich finde es auch okay, ja. Okay, also müssen wir ein bisschen Gas geben. Guck mal. So, also der Bauch, der ist schön luftig, das ist gut. Ich finde sie nicht sehr einzigartig. Also ich finde sie gut, aber nicht sehr einzigartig. Deswegen würde ich tippen, es ist eben so ein... Ich würde eine 2 bis 3 geben. Es gibt viele Filialen von dem Bäcker. So kommt es mir ein bisschen vor. Ups. Ich gebe eine 2 minus. Wieder. Aber ich finde, was jetzt alle nicht so haben, was die erste hatte und die zweite auch ein bisschen... Dieses Trockene hat die auch gar nicht, finde ich. Ach so, warte, dann muss ich nochmal gucken. Also die flutscht auch mehr, die geht eher in die B2-Ecke von der, also das finde ich super. Ja, also aber ist lang nicht so kräftig mit dem... Ja, lang nicht so kräftig, aber man muss schon sagen, also ich würde jetzt praktisch schon bitte, weil das schätze ich auch sehr an der Brezel, wenn sie flutscht sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, voll. Und darum war eigentlich für mich die Bumelerback die unflutschigste bisher. Seid ihr da einig? Ja, ich denke. Und das ja. ist für mich, ich würde schon jetzt redigieren und weil alle flutschiger waren, jetzt Bumelerback auf eine 4 zurücksetzen, bitte. Ich will nicht, sonst, ich habe zu wenig Headspace nach oben, weil das ist für mich so eine, da muss ich sagen, okay, tut mir leid, es muss flutschig sein. Dann könnte man auch mal einen Bäcker fragen, wie man eine Brezel so richtig flutschig kriegt. Ja? Preise haben wir auch noch. Ist die Frage, ob wir später. Hast du einen Deckel gehabt?
Sorry. Sorry. Voll okay. Ich mach du ruhig deinen Brezeltest. Okay, also. Nein, also ich muss sagen, ich gebe mir jetzt einfach ein Dings ab. Ich sage, es ist Eideldinge und ich gebe jetzt schon die Note 2. Ich gebe die Note 3 und mache meine erste mache ich auf 4, wie der Robert. Ja, ich mache genau das Gleiche. Ja. Also Nummer 1, Note 4 und die Brezel jetzt Note 3. Nein, warte, das kann nicht sein. Nur die 2 bis 3. Nur die 2 bis 3. Wegen dem dicken und dem flauschigen. Ich mache eine 3 plus. Ich mache eine 3 plus. Oh, da bin ich gespannt, wo der herkommt. Wunderbar. Moment. Leg mal die Tüte auf. Moment. Oh. Moment. Was ist. Auflösung. Okay. Jetzt, warte also. Kurz. Was legst du jetzt auf? Hä? Moment, ich habe noch keine Note abgegeben. Ach, warte mal. Ich habe getippt. Nee, jetzt warte mal kurz. Nee, lass mich noch mal, ich muss noch mal in mich gehen. 2 minus, oder? Weil du die Tüte kriegst, ja. Oh nein, das so geht's nicht. Nee, das war nicht. Okay, die hat noch keine Note abgegeben. Was denn? Schon. 2 minus. Okay. Und das habe ich gesagt. Ich hab gedacht, irgendwas sowas wie K&U vom Edeka oder sowas ähnliches, kann ich mir die ganze Bäcker nicht merken. Okay, also, dann, ich habe eine 3 plus gegeben. Ich würde sie jetzt nach oben korrigieren, aber man sieht da auch, wie unterschiedlich dann die Brezeln sind von einem Bäcker, das muss man auch sagen, weil... Du weißt noch nicht, sie, doch, ich weiß, sie hat die Tüte in der Hand, sie wollte es ja gerade hinlegen, ich habe es gesehen, das ist eine Minktüte, zeig mal die Tüte. Übrigens... Wirklich jetzt? Ja. Ist es, das ist hier, das sind übrigens die schönsten Tüten, finde ich. Hol mal die andere noch raus. Zeig mal die anderen Tüten. Nein, die Brezeln, die da drin sind. Ja, genau, ich hol mal die andere noch raus. Ich hol mal eine zweite drin. Jetzt guck mal Guck mal, also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also heftig. Aber gut, das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Ja, ist ein gutes Zeichen. Jetzt probieren wir die auch noch, oder? Natürlich, die schmeckt sicherlich wie Lagerwickli. Ja. Also, erstmal probieren wir die nochmal. Guck mal, weil eigentlich... Oh ja, guck mal jetzt hier. Das finde ich so genial. Geld. Guck mal, das hatte die davor nicht. Und das finde ich genial, wenn es so richtig knackige Ärmchen von der jetzt... Genau. Aber die Individualität ist doch super. Jetzt haben wir 2 vom gleichen Bäcker und die sind unterschiedlich. Also, ich weiß nicht, ob man die... Haben wir jetzt wahrscheinlich keinen... Aber guck mal hier, das Ärmchen war mega dünn gerade eben und mega knackig. Ja, gell? Ja. Also... So liebe ich die Brezel, muss ich sagen. Und deswegen finde ich, das kriegt der Mink auf jeden Fall Bonuspunkte, weil ich finde es super, wenn die so individuell sind, die Brezeln. Finde ich klasse. Und genauso will ich eigentlich eine Brezel haben. Jetzt nehme ich mal das Teil da vorne. Jetzt gebe ich euch noch jemanden Teil. Und da bin ich schon Fan davon. Und dann mache ich mich... Ah, guck mal hier, der Bauch. Sehr gut. Also, okay. Hier kriegst du ein Stück... Das teile ich nochmal. Haben wir jetzt von einem Bäcker 2 getestet? Gerade weil die so unterschiedlich sind. Witzig. Okay, Mink. Finde ich super. Weil das ist jetzt auch flutschig und knackig. Und das war eigentlich die erste, die diese beiden Attribute vereint hat. Ja. Okay, ich muss mindestens, ich muss jetzt nach der Brezel, muss ich nochmal. Ich würde auch tatsächlich eine 1 bis 2 geben. Aber nur, dass noch Luft nach oben ist, oder wie? Falls da noch jemand um die Ecke schießt. Ich finde die super. Was habe ich gesagt? Also. 2 bis 3. Ja, bleib ich dabei. Also vom Geschmack her ist sie vor allem. Also, so wie eine Brezel vom Geschmack her sein muss, oder? Schmeckt vor allem nicht nach Speck. Mhm. Ja, also ich fand das Speck, ich habe das nicht so empfunden, so verrückt speckig. Also bis jetzt bin ich trotzdem noch Fan von der B2-Brezel, ich weiß auch nicht. Auch. Irgendwie hat's mich, also, die hat es mir irgendwie antan. Okay, also ich bleibe trotzdem bei mal 1 bis 2. Ich finde die B2-Brezel, die ist so eine Future-Brezel. Ich mache alles super. Ja, die sah auch von Optik perfekt aus. Ja. Und das ist halt so eine ehrliche Brezel. Und ich finde, ich feiere das total. Und ich, kurzer Seiteninformation, ich bin da seit 40 Jahren Gast, also oder Kunde bei der Frau Mink oder bei der Bäckerei Mink. Und heute,
Dank der Vivi habe ich zum ersten Mal per Du mit der Verkäuferin gemacht, wo ich seit über 30 Jahren meine Brezel hole, bei der Angelika. Grüße raus an die Angelika. Super, ist schon auch wie richtig Kleinstadtleben, wenn man jeden Tag seit Jahrzehnten bei der gleichen Dame die Brezeln holt. Ja? Finde ich super. Also Props an Mink auf jeden Fall. Props an Mink. Und gut. Mink sind auch noch die letzte Bäckerei, die in Rottweil backt und alles selber macht. Ja. Mmh. Wer macht die beste Brezeln in Rottweil? Mink. Mink. Ja. Geil. Und noch was? Wie isst du deine Brezel? Als erstes? Erst Ärmchen, dann Bauch oder? Ich überrasche mich täglich selber. Beim Essen? Ja. Mal so, mal so. Und kommt drauf an, wo das meiste Salz drauf ist. Wenn ich Lust auf viel Salz habe, dann esse ich, fange ich dort an, wo Salz drauf ist. Krass. Mhm. Bist du ein Mensch, der jemals direkt in den Bauch gebissen hat als erstes? Bestimmt irgendwann mal. Okay, krass. Das macht und, und? Wie rum gehört die Brezel? Bauch oben, Bauch unten? Nach oben. Bauch nach oben? Ja, also Geschlinge nach unten. Okay, gut. Dankeschön. So, weiter geht's im Text. Welche Nummer haben wir denn mit? Bis 5 oder wie? Sind wir noch nicht mal bei der Hälfte? Okay, 5. Brezel Nummer 5. Boah, das ist ein fettes Teil. Krass. Boah, 20 Gramm mehr. Ist auch die Frage, wie groß Brezeln sind. Wo die herkommt, weiß ich. Ja? Echt jetzt? Das also ich finde, wir könnten mal mit der Diskussion nochmal einsteigen, wie rum die Brezel eigentlich gehört. Ich würde das, lass uns das im Podcast besprechen. Okay. Weil hier ist einfach nur Brezeltest. Okay. Kann ich noch einen Schluck Milch haben? Leider leer. Habt ihr eigentlich noch Kaffee irgendwie in der Kanne? Oder ja, aber keine Milch mehr. Kaffee ist noch Kaffee da. Ist noch da. Dann nehme ich ein wenig Kaffee. Also das mit wie rum verstehe ich gar nicht, wieso die Frage überhaupt. Lass das also, immer im Podcast drauf. Ja, natürlich gehen wir drauf ein im Podcast, aber ich frage mich, wieso man überhaupt. Jeder hat was anderes gesagt, wie rum die Brezel gehört. Auch die meisten Verkäuferinnen haben gemeint, das hier ist oben, weil alle liegen auch so, glaube ich, oder? Oder andersrum? Ich weiß nicht, aber jeder hat was anderes gesagt. Ja. Aber egal, kommt Brezeltest. Brezeltest. Also es hat dicke Ärmchen und nicht so knackig, aber hat natürlich auch was für sich. Geht auch wieder ein bisschen. Was haben wir denn noch für Bäcker übrig? Welcher war denn noch? Darf man das fragen, oder? Schau auf den Zettel. Oh. Da ist der Zettel da unten. Hm. Das ist schon ein bisschen so eine Fasnitz-Brezel, gell? Wie zeichnet die sich aus? Sie ist sehr schön eigentlich. Ich finde sie geschmacklich nicht so gut wie die vom Mink, weil sie weniger nach Laugebrezel schmeckt. Aber es ist schön luftig, natürlich. Außen kross und innen zart. Also wirklich, die Ärmchen waren kross, aber trotzdem dann innen weich. Für mich ist es eine gute Brezel, aber hat nicht so viel Charakter jetzt wie der Mink, muss man sagen. Bist du eigentlich Mink-Fan oder so? Irgendwie schon. Obwohl der Mink mich jahrelang nicht gegrüßt hat, aber ich glaube, der ist einfach so. Er kennt dich einfach nicht. Ja. Ich gehe wieder mit meinem Tipp. Ich denke wieder, es ist so Sternbeck oder K&U. Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich finde die auch gut. Aber nicht so. Solider Boah, Durchschnitt. Schwierig. Schon auch? Oh. Schwierig. Je mehr Brezel jetzt kommen, desto mehr habe ich auch den Überblick verloren. Von Müssen wir vielleicht mal eine Pause machen. Das ist gut irgendwie. Ja, das ist jetzt die 5. Dann machen wir die noch schön fertig und dann. Also, da die groß ist, läuft es noch. Nee. Ja, guck einfach nur drauf. Okay, die steckt mir mal. Als. Ja. Huh. Bruchpilot, Vivi der Bruchpilot. Okay, also für mich ist eine. Ich gebe eine 2. Ich gebe eine 3 plus. Ist eigentlich gut, eigentlich könnte es auch eine 2 sein. Ja. Ich gebe auch eine 2. Und ich schätze, der kommt der Brezel. Wer macht so große Brezel? Also Industrie wahrscheinlich nicht, weil die sparen. Da würde ich jetzt Eideldinger tippen. Wie so den oft? Haben wir immer noch nicht. Den wie so oft? Was erhofft ihr euch denn von handgefertigten Brezel? Weil du gesagt hast, für dich schmeckt alles wie K&U.
Also ich merke jetzt gerade, wo ich die Brezel so eine nach der anderen teste, ist es so, dass ich stehe auf beides, auf so knusprige Ärmchen, aber auch auf voluminöse Ärmchen, genauso wie auf große, fluffige Brezelbäuche. Die aber außer trotzdem irgendwie so ein bisschen knusprig sind oder so wenigstens ein Knack oder irgendwie so und nicht so kompakt wie zum Beispiel die erste oder so. Ich hab dann der Geschmack aus der B2-Brezel, wo man deutlich die Hefe irgendwie raus... Ja, sorry, mir kommt alles. Ja, wie viel Brezel essen wir jetzt? Ich habe jetzt 14 Kilo Hefe. Okay, ich sage euch jetzt, woher die ist. Ja. Die ist vom Markt aus Bullardingen. Okay, was? Also ist auf jeden Fall. Also mit den Tipps können wir gerade bleiben lassen. Ich habe mir jetzt eine Butterbrezel draus gemacht. Ja. Okay, toll. Will jemand ein Stück? Ja. Dann können wir mit der Butterbrezel jetzt mal die Pause einläuten. Weil ja? Ich müsste auch mal für kleine Königstiger. Okay, gut, dann machen wir hier jetzt eine Pause. Bis gleich. Wir sind gleich wieder für Sie da. Und da sind wir zurück nach einer kleinen Pause, Pipi-Pause und kurz mal die Kaffeekanne wieder aufgefüllt. Und Jo hat mir kurz mal Kaffee über mein neues MacBook geschüttet. Danke, Jo. Bitte, kein Problem. Allerdings war das die Kanne, nicht ich. Ja, ich war nicht schusselig oder so. Ich habe diesen Knopf. Okay, wir sind zurück. Nummer 6. So, wir ziehen durch mit der nächsten Brezel. So langsam werden wir satt, gell? So langsam bin ich satt. Ja, ich habe auch keinen Hunger mehr. Okay, egal. Also Brezel 6 bis 10 sind alle doof. Okay. Boah, was so. Ein Klotz. Ich meine, das muss man auch ein bisschen mit reinrechnen. Wenn man satt ist, dann schmeckt dann die Brezel auch anders, oder? Naja, egal. Also das wieder können Ärmchen. Wir dann beim zweiten Brezel-Test. So, Ärmchen. Mhm. Hier. Toll, dass du uns immer bedienst. Ja, klar. So, hier. Ich krieg ein kleines Ärmchen. Zack. Was haben wir noch? Also die sind nicht knackig. Das Ärmchen ist nicht knackig, aber es ist eine Fluffigkeit, die ich nicht schlecht finde. Das sind für mich immer so ein bisschen die Edelbrezeln. Edelbrezeln? Ja, die sind anders so. Also grundsätzlich finde ich die auch gut, aber nicht so gut wie ein knackiges Ärmchen. Da fällt mir gerade noch was ein. Haben wir eigentlich... ein einheitlicher Brezelpreis oder schwankt der auch? Ich weiß es echt nicht. Du hast heute gezahlt, Vivi, sag mal. Also die billigste war, glaube ich, 55 Cent beim Bumelo Back und die teuerste beim B2 für 1,08 Euro. Aber da muss man auch sagen, die hat mir bis jetzt einfach immer noch ein Bestes. Aber gut, ich warte jetzt mal noch hier ab. Ne? Also die ist auch. Anderen die, vier. Kriegst du mal kurz einen Kaffee? Natürlich, aber Vorsicht mit deinem MacBook. Ja. Oha. Dann brech uns doch mal den Bauch ab. Oder so. Ich sehe mich schon jeden Tag beim B2 meine Brezel kaufen. Was ja nicht schlecht wäre. Mich vergisst einfach immer. Okay. Immer? Das erste Mal jetzt? Nee, vorher auch. Es fehlt eigentlich unser Soundboard heute. Also. Nicht so begeistert. Ist eine Standardbrezel. Leider. Nee, finde ich schon. Ich gebe eine 3, solide 3. Und rate einfach mal, die ist vom Stotz. Nee, Stemke. Standardbeck gibt's auch noch. Okay, das ist es, sag. Wollt ihr noch eine Note abgeben? Ach so. Ich geb eine 3 ab. Okay, Marie? Hä? Dir schmeckt sie voll gut. Also sind alle Geschmäcker Moment. Verschieden. Habe ich jetzt Stemke oder Stotz gesagt? Standardbeck. Standardbeck, alles klar. Nein, Standardbeck, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe Stemke oder Stotz. Ja, aber Stemke ist ja gar nicht bei Ihnen. Ach so. Ja. Wo ist denn der Stemke eigentlich? Gibt es gar den nicht. Den gab es mal doch, da in der Via L'Aquila, oder? Na, den gibt's im. Den gibt's da bei. Wie heißt? Da bei der Kreissparkasse hinten, runter, links rein. Da halt irgendwo beim Johanniter. Beim Landratsamt. Beim Johannesschule. Beim Johannesschule. Okay. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß, was du meinst. Also ich sag euch, wo die Warte, halt. 2 minus.
Okay. Stollenbeck in der Stadionstraße. Okay. Hab ich ja genommen, ne? Hab ich ja gesagt. Hab ich ja gesagt, Stollenbeck. Hä, aber vom Standardweg bin ich irgendwie auch besseres gewöhnt, komisch. Also, ich fand es jetzt nicht schlecht. Wisst ihr noch den Störnerbeck, der am Friedrichsplatz war? Nimmst du das mit? Mhm. Da gab es immer, also vielleicht war das auch mein jugendlicher Leichtsinn, aber da gab es eigentlich immer richtig geiles Können wir Zeug. Mal kurz die Verpackung, dann, ich glaub, doch, Verpackung vom, kann man noch zeigen, die Sternenbeck-Verpackung mal. Das war... Egal, nee, lass es, Vivi. Da ging ich noch, auf die Zeig MKS. Mal. Also 1844. War ich noch nicht auf der Welt. Sternenbeck Branding. Der Sternenbeck hat ja auch mal eine Brezel als Logo, wisst ihr noch? Mhm, ja, ja. Und ich kenne noch Sternenbeck. Da war der Sternenbeck da, wo jetzt diese Tanzschule im Friedrichsplatz ist. Ja, um die geht's gerade. Ah, ja. Nein. Das war weiter am Eck, wo jetzt der Gemüsemarkt ja, ist. Ja, genau. Und da bin ich immer. Die haben Türgriff eine riesengroße Brezel gehabt. Ah, ja, genau. Und ich musste ja als Schüler musste ich da immer runter an Friedrichsplatz auf den Bus und habe immer morgens schon um 7.35 Uhr vor der Bus oder so nach Hausen an die MKS, habe ich immer den ganzen Lader leer gekauft. Geil. Berliner, Kauf 3, Zahl 18. Das war so ein bisschen der erste neue Beck, so ein bisschen. Das weiß gell? Ich nicht. Für mich war er halt immer weiß da. Weiß noch, meine Schwester war auch da. Und da ist auch der Schulbus abgefahren, gell? Ja, am Friedrichsplatz. Ja. Und manche sind nämlich dort eingestiegen wegen Sternenbeck, um sich da noch was zu holen. Okay. Weil ich habe auch direkt vor der Tür eine Haltestelle gehabt, aber meine Schwester ist dann oft runter, erst zum Sternenbeck, sich was... Und dann ja. Genau. Cool, eigentlich auch cool, dass wir alle drei auf der MKS waren. Du warst auch auf der MKS. Ja, klar. Kannst du dich noch an deinen, also vielleicht kannst du dich noch erinnern an deinen Einschulungstest. Da musst du so einen kleinen Test machen. Nein, mich haben sie so genommen, ohne Test. Kann ich Milch haben, bitte? Ja. Marie. Dass sie dich testet, haben wir ja klar. Okay, den Robert Hallo, haben sie aber. Ich bin ja. Robert Übrigens, haben sie auch wir getestet. Geschafft. Entschuldigung, wir haben es geschafft. Was hier, da? Guck mal, wir sind in der Zeitung. Was? War das ein Newtsker gerade? Ja, genau. Guck hier. Gib mir dein Krass, Kaffee. Ey. Und jetzt bin ich mal echt gespannt auf die nächste Brezel. Was haben wir denn? Welche Nummer haben wir denn eigentlich? 7? 7. Super. Ich Los geht's. Erkenne sie schon. Oh, die ist ja brutal. Oder? Okay, das ist jetzt so die fetteste Brezel. Vor allem, guck mal, man kann kaum durchgucken. Doch, ich glaube, ich Guck mal hier. Kaum durchgucken. Ah, jetzt habe ich auch eine Idee. Ganz ehrlich, ich spüre schon, die ist, glaube ich, ein bisschen trocken. Ja, dann brech sie mal. Okay, also mal kurz hier. Zack. Aber ich würde schon, allein vom Look, jetzt würde ich schon mal eine Prognose wagen. Kutmühle. Habe ich auch so in Erinnerung. Wenn man dann schön draußen sitzt im Sommer beim Paul und sich dann eine Brezel holen will und die Kutmühle dann geschlossen hat. Das ist der Inbegriff einer Softie-Brezel. Auch irgendwie... Irgendwie gut. Irgendwie gut. Oh ja, ich glaube, wir sterben heute alle an einer Hefevergiftung. Ich hätte auch gern. Ich habe einen Klotz. Und ich esse nicht mal mit Butter. Das heißt, ich esse pur. Wobei ich Butterbrezel einfach über alles liebe. Love. Die machen einen richtig satt, gell? Also die stopfen richtig. Aber Moment mal, habe ich jetzt erst das Ärmchen gehabt? Ich glaube, ja. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich bin schon mittendrin. Okay, also das ist ein geiles Gebäck. Nom nom. Aber ich vermisse den wieder mal den knackig-fluffig Kontrast, aber... ist eine geile Brezel. Ich frage es auch, wie wir an eine Brezel im Prinzip gewöhnt sind über die Jahre. Dass man sagt, okay, wir haben jetzt immer von dem und dem Bäcker im Prinzip die Brezel geholt, dass das quasi sich als Geschmack so etabliert und das dann unser Maßstab ist. Also ich finde die zum Beispiel gut, aber die kommt immer noch nicht an die B2 ran. Und sie hat halt einen komplett anderen Charakter, gell? Ich finde, die kommt wohl an die B2 ran, weil der Geschmack irgendwie...
Warte mal. Und sie ist vor allem auch nicht irgendwie trocken oder so, sondern die... Also auf jeden Fall 2 plus bei mir. Bei mir auch mindestens vielleicht. Was habe ich bei der B2 gegeben? 2 minus. Dann ist das eine 3. Ach, das ist Quatsch. Das ist ja Quatsch. Okay, dann mache ich hier jetzt eine 2 minus. 1 bis 2 bei mir. Mache ich hier eine 2 minus. Also bei dieser, wir wissen ja nicht woher, aber ich vermute mal, eine 2 minus und mache dann bei der B2-Brezel eine 2. Krass. Okay. Gut. Gibt's da einen, machst du die Auflösung bitte, was das war? Kutmühle. Okay. Tatsächlich? Ja. Okay, ja, ich hätte sie nicht rausgefunden, aber, ja, aber mir die haben so die noch ein, haben die ein Logo, haben die, zeig mal kurz die. Nichts drauf. Nee, Kutmühle hat eine weiße Tüte. Mhm. Ah, neutral. Okay, dann brauchen wir es nicht zeigen. Ja. Und da ist noch mal eine drin. Zeig mal kurz, ob die genauso aussieht, bitte. Brezel Nummer 2 von Kutmühle. Ja. Ja. Sehr okay. Ähnlich. Also, sieht sehr ähnlich. Was haben die gesagt mit dem Backen? Das würde mich nämlich interessieren, weil ich... Die backen... In Ehningen. In Familienbetrieb. Sicher? Wirklich? Ja, stimmt, ein Familienbetrieb. Ja, machen nicht selber. Aber das ist halt... Kuttmühle ist, glaube ich, eine Serie? Nee, wie heißt es? Filiale? Eine Kette, genau. Ach so, eine Kette. Ja, genau, okay, also die gleiche, machen wir die wieder rein. Wisst ihr, wie viele Filialen oder wie viele... Auf jeden Fall eine gute Nummer. Es gibt da. Übrigens, vielen Dank, wir sagen es im Podcast nochmal. Es haben zwei, ein Steffen, ich muss mal genau den Namen nochmal, von der Druckerei Holzer, hat uns extra Brezeln vorbeigebracht, aber von seiner Lieblingsbäckerei. Aber ich sage mal nachher im Podcast nochmal. Er hat gemeint, die toppen alle und die waren echt auch sehr lecker. Die habe ich gar nicht probiert. Wo waren die her? Ja, die sind... Ich habe alles schon aufgeschrieben nach einem Podcast. Okay, nächste. Okay. Oh, ich esse. Kannst du das auch auf den... Ich kann es nicht mehr essen. Sowieso. Ui. Ach, das hast du jetzt mal liebevoll hier auf dem Teller platziert. Nummer 1. Dass du nicht von dort wirfst, jetzt, wundert die, mich eigentlich. Die geht ein bisschen in so eine Mink-Form. Ja, also die Formgebung ist Mink-esque. sie sieht vom Glanz her und so, sieht sie ein bisschen, ich sag jetzt mal, bisschen trocken aus, kann es sein? Ich sag dir jetzt, woher die kommt. Und zwar vom Sturz am Friedrichsplatz. Ja? Ja. Da lege ich meine Hand ins Feuer, dass die vom Sturz im Friedrichsplatz. Checken wir mal aus. Und ich sag dir auch warum. Weil ich ungefähr jeden Donnerstag beim Sturz am Friedrichsplatz Butterbrezel kaufe. Bitte schön. Ja, aber wir dachten ja auch, wir erkennen Mink sofort und dann war es irgendwie ganz anders. Ich lache mich tot, wenn es nachher was anderes ist. Darf ich auch ein kleines Stück vom Ärmchen? Kann ich mir auch vorstellen, Sturz. Keine knackigen Ärmchen. Eher so lame. Und insgesamt. Ja, bisschen, ja, ich so. Finde es auch ein bisschen lame. Sie sind wie deine ein bisschen Hände irgendwie trocken. Genau, oder halt, es ist auch nicht so, dass sie so, wie hast du vorhin immer gesagt? Schmatzig, flutschig. Flutschig, dass sie so flutschig runtergehen, sondern... Ja, also die sind, das schmeckt mir irgendwie nicht so gut. Mm-mm. Sturz. Mein Sturz. Meine ich. Ich weiß ohne nicht. Den Bauch zu probieren, Sturz. Also sie sind auch, jetzt gehen wir mal zum Bauch. Aber die haben einen richtig schönen, großen Schnitt hier. Nicht, dass ich mich hier komplett blamier. Einen großen was? Schnitt? Ach so. Ja, so ein, ja. Ja. Oh, ich kann es irgendwie, ich will nicht mehr. Kein Bock mehr. Okay, also. Wie viel haben wir jetzt probiert? Nicht so. Ein 3, die bekommt eine 3 von mir. Schatz oder könnte ja auch noch K und U dann auch sein, oder? Schatz, bin ich überzeugt. Ja, okay, stopp. Und die Note ist aber dann nicht. Also bei mir. Das klingt komisch, ich bin nicht so Fan von der, aber ich. Das ist halt der nächste Bäcker irgendwie. Das von, Heftige von ist, ich finde die fast schlechter als die Buhmüller-Back. Wirklich? Das nicht. Ich finde. Also die ist auch lang. Eine 2 bis 3. Dann gib eine 3. Was war bei dir, Buhmüllerberg? 2 bis 3. Mach Buhmüllerberg 2 bis 3. Also du kannst auch Buhmüllerberg nach unten korrigieren. Ich weiß, ihr macht das. Ich nicht. Ich wollte jetzt mal gucken, ob ich so hinkomme. Okay. Also ich gebe, wenn die 1 eine 4 war, dann gebe ich jetzt eine 3,5, also 3 bis 4. Und ich bin
100% überzeugt, dass das eine Brezel vom Storz ist. Okay, sag, was ist es? Brezel vom Storz. Okay. Also, ja, ich weiß nicht, der Hubert Nowak meinte, das wären die besten Brezeln. Wirklich? Ja, ich konnte ihn auch nicht richtig nachvollziehen. Ja. Ich würde sagen, Bäckerei Storz am Kamelig. Gut. Und wie ist deine Brezeln? Am liebsten durch Salz runter. Das ist meistens zu viel Salz. Und dann mit Butter. Und was ist als erstes? Ärmel oder Bauch? Ärmel oder Bauch? Ärmel. Okay, super. Okay, danke schön. Da war ich auch schon mal enttäuscht, weiß ich noch. Lecker sind verschieden, ne? Da haben wir das Storz. Okay, gucken wir, ob die nächste auch so aussieht. Ja. Ah ja, 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 genau so. Okay. Cool. Storz. So weiß man das. Okay. Nächste, Vivi. Also ich finde, Vivi, das muss schneller gehen. So, jetzt darf ich ja nämlich hier drauf gucken. Ich kann mir doch nicht merken. Ja. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ui, 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 ui. Was ist denn das für eine? Okay. Verrückt, wie wirklich jede andere Charakteristik hat, ja? Die hat so kleine Augen und so einen großen Mund. Ja, das ist eine böse Brezel. Die sieht böse aus irgendwie. Aber so vom Look irgendwie gleich wie die vorige, oder so? Ähnlich, ja. Aber guck mal hier, das Riesenloch und die zwei kleinen Augen. Okay, also Test, ziehen wir es durch. Ja. Auf jeden Fall kommt sehr knackig und trocken, die Ärmchen. Insgesamt sehr trocken. Kriegst du ein ganz kleines Stück hier. Aber ich muss auch sagen, was ich... nee, komm hier. Dass es schon anstrengender ist, als man denkt irgendwie. Das alles durchzutesten, gell? Okay. Komisch, die ist schon sehr trocken. Guck mal, das sieht knusprig aus, ist aber zerfällt im Mund. Okay. aber dafür ist der Bauch... Nein. Ich hab nur mit der Nase ausgeatmet und die Brezel ist so weg. Was? Die blinkt nicht. Find sie aber auch gut. Weißt du, was mich das erinnert? An so ein Weißbrot. An so ein... An so ein Brioche. Wie mir Franzosen sagen. Boah. Ich war ja lange in Südfrankreich unterwegs und bin eigentlich ausschließlich Brioche gegessen. Brioche mit Salami, Brioche mit Gselz. Mit Butter. Mit Pizza. Oh mein Gott. Vor allem schmeckt die mit Butter richtig gut. Ja, weil du nur der Butter schmeckst. Weil das ja nur im Prinzip, du könntest ja auch die Butter auf den Finger schmieren und ablutschen. Mhm. Okay, also no, bei mir drei. Ich krieg eine 3+. Echt? Ich bin, also, oder? Das Schlimme ist, ich kann es nicht mehr richtig sagen. Also, dann sag's. Also, dann sag ich's mal zwischendurch. Die ist mir zu luftig. Da habe ich so das Gefühl, dass ich ganz schön viel Luft mit reinbacke. Also, so substanzlos. Wie so ein, ja, zu fluffig und zu wenig Material. Material! Also, Note? 4. Echt? Oh ja. 2 bis 3. Sorry about that. Marie, 2 bis 3. Mhm. Und, wer war das? Was? Oh nein. Was heißt oh nein? Was ist das? Nicht Eigeldinger. Was ist das? Guck mal rein, da hast du einen. Genussmomente. Oh! Ach so. Das waren die, Oh. Ja, was war das jetzt gerade? Das war Zimmernetz. Das ist das gleiche. Eigeldinger. Ach so. Ja. Das war Eigeldinger. Okay. Und da kann man auch die Knusperbrezler kaufen, da, die Salzletten. Mhm. Aber das waren mit Abstand die nettesten auf jeden Fall. Gut. Ja. Die sind auch saucool. Ja, ich war da auch schon ein paar Mal, aber ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich habe zu viel Luft in der Also Brezler. Ich fand die gut auf jeden Fall. Darum gab es bei mir eine 3+, ja, ist wie es ist. Okay, ja. Jetzt pass mal auf, eine 4 ist ein bisschen zu hart. Die 4 ist ja gleich wie der Buhmüller. Ja. Also machen wir eine 5. Gut. Haha, witzig. Nein, ey, ich darf korrigieren. Ich nehme den jetzt und mache keine 4, sondern ich mache eine 3,5. Ja. 3,5. Bei mir hat es jetzt tatsächlich auch, guck mal, ich habe jetzt auch die gleiche Note wie mein Buhmüller, weil ich nie meine Buhmüller Bewertung korrigiert habe. Und weil ich auch, ich fand es ja erschreckend, dass die gar nicht so schlecht war vom Buhmüller.
Das werde ich wahrscheinlich gut, ja, meine Bumel-Erfahrung ist halt, dass die mir zu teigig ist einfach, zu kompakt. Ich guck mal noch, wie die Kleine. Deswegen gab es eine 4. Oder erst eine 3 und dann eine 4. Test bei der Kleinen. Ich habe mich voll von euch beeinflussen lassen, gerade bei meiner Note. Nö. Doch. Weil ich sie eigentlich auch nicht so schlecht fand. Jetzt habe ich eine 2 bis 3 gegeben und ich auch. Ja, mach, was du denkst. Also guck mal, was natürlich jetzt der Fall ist, dass mir hier die Brezeln gegeneinander antreten lassen. Wenn ich jetzt einfach so am Samstagmorgen, was weiß ich, zu mir in den Proberaum fahre und in den Zimmern beim Eigelding und den Brezel hole, bin ich zufrieden. Aber, ja, oder? Also ist Vivi, so, machst bei mir eine 2 minus, der 2 bis 3. Gut. Sag mal, kurze Frage, bin ich irgendwie leiser geworden? Oder kann und das ich nicht, lauter? Kann das ja, sein, oder? Irgendwie ist was anders. Kannst ja du da mit dem Fuß irgendwie dagegen kommen oder was? Naja, das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Die nächste Brezel wäre dann die letzte. Yes. Jetzt bin ich zu laut. Endlich die letzte. Nee, erst, ich bin 1. Und was gut ist, geht's bei euch? Ja. Was gut ist, ist, dass ich mir überhaupt nicht gemerkt habe, was schon dran war und was nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, welche noch offen ist, welche Beispiele. Ich weiß es, weil ich die ganze Zeit die getippt habe. Genau. Nummer 10. Ach so, ja gut, jetzt habe ich es auch. Toll. Okay, ah, wieder so ein ich Klumpen. Weiß auch nicht. Salzig. Sehr salzig, ja. Also, sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, das finde ich gut. Wieder klassisch auf die Ärmchen geachtet, das finde ich gut. Camera check, 1, 2, 1, 2. Cool. Also, die ist auf jeden Fall Material da. Ja, aber da denkst du, die sind knusprig. Ja. Und dann sind sie so. Weiß ich noch nicht. Ja, ich finde es nicht schlecht. Ja. Was? Findest du gut, oder? Ich dachte, du willst knusprig, die sind auch nicht gut. Die sehen knusprig aus, sind es aber gar nicht. Ja, die sind so wie Storz. Die sind wie vom Mink. Hä? Nee, das stimmt auch nicht. Wann wird's? Ich glaube, ich bin. Hätte ich nie gedacht, dass die B2-Brezel mir am besten schmeckt. Ja, krass. Okay. Also ich sag's mal ein bisschen näher am Mikrofon. Ja, ich glaube, daran liegt's nämlich. Ja, aber... Ich bin immer noch bei mir hat die Kutmühle gewonnen. Habe ich mir auch schon gedacht, gell? Brutal. Und die? Also der gebe ich jetzt... Sehr standardmäßig. Ja, der gebe ich jetzt eine 4. Und dann bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Ranking. Bin sehr überrascht, dass die B2-Brezel mein Favorit ist. Also man wusste nicht, was für eine Brezel man isst. Nochmal für alle. Und der außerordentlich herbe Geschmack der B2-Brezel. Du hast noch gar keinen Bauch gegessen. Ja, aber ja, okay. Also der kommt gerade mega rüber. Echt jetzt? Ich habe schon eine Note gegeben. Ups. Aber wie gesagt, ey. Ich kann auch nicht mehr. Mm. Ist ja gut, echt jetzt. Der Bauch riecht auch geil. Ja. Oh mein Gott. Also, der Bauch ist echt okay. Der ist richtig schmatzig, flutschig. Und der hat auch so einen Ansatz von so ein bisschen mehr Hefe als... Genau, also... Jetzt mal ganz kurz, kommt überhaupt Hefe rein in den Brezel? Oder, ja, schon, oder? Natürlich. Müssen wir Hefe fragen. Aber ich brauche noch ein Stück Kaffee. Also, okay. Die kriegt bei mir eine 2 minus. Was habe ich da gegeben? Bei mir eine 2. Eine 4. Die korrigiere ich auf 2 bis 3. Oh man. War das die letzte? Mhm. Ja. Ich zeig mir mal, was war das? K&U. K&U. Okay, Marie. K&U ist welcher? Beim Edeka. Okay, Edeka. Zeig mal. Edeka. Hier haben wir noch K&U. Hammer. Krass. Okay, sind wir jetzt durch? Haben wir jetzt 10 Brezeln durch? Mhm. Oh, mehr dürften es auch nicht sein. Ey. Aber überhaupt nicht. Ey. Puh, brutal. Also, hammermäßig.
Gut, jetzt geht's High weiter five, mit Marie. Dönerpest. Sollen wir noch, falls wir, wenn wir Bäckereien vergessen haben, uns entschuldigen? Wir haben keine vergessen. Haben wir? Nee, wir haben keine. Wir haben keine vergessen. Wenn, dann machen wir das alles nochmal mit der, wo wir vergessen. Genau. Wie geht's jetzt weiter mit dem Dönertest, oder? Jetzt der Dönertest, ja. Gut. Immo! Das sind ja dann keine, das sind aber dann keine 10, hoffentlich. Nee. Also gut. Okay. Also, machen wir noch kurz Ergebnis. Okay, machen also wir doch unter YouTube Ergebnis. So. Ergebnis ist also, so. So, Moment. Ergebnis machen wir jetzt in unserem Podcast. Also für alle, denen das Ergebnis wichtig ist und mal checken wollen, was dabei rausgekommen ist, geht auf kleinstadtleben-podcast.de, abonniert unseren Podcast und hört den Podcast. Da sprechen wir jetzt über das Ergebnis und so weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich meine, es gibt, glaube ich, wer schaut sich sowas an? Ist total... Ich meine, okay, wir haben es getan. Einfach nur mal zum Auschecken. Vielen Dank. Wir lieben euch. Voll reingebrezelt. Wir sind satt. Peace. Ciao. Ciao.